Leute, 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 here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr und willkommen zu Tag Nummer 10 im Dschungelcamp. Und ich sag euch eins, heute wird es dem Dschungel entsprechend auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Nummer. Es rappelt nicht nur in der Kiste, das ganze Containerschiff wird hier auf jeden Fall untergehen. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, checkt mal den Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht es auch sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt rein und es geht los mit einem kleinen Happy End, beziehungsweise Massage. Ey Julia, kannst du nachher kurz meinen Nacken einmal massieren? Klar. Danke. Ich liebe es, Menschen zu massieren. Ich kenne mich sehr gut aus mit menschlichen Körpern. Und ich mag es einfach, Menschen was Gutes zu tun, die zu massieren, durchzukneten, wenn sie einen Aua haben. Ich habe solche Knöpfe hier oben. Hier? Mhm. Und kann man irgendwie mal kurz zurückspulen? Was ist das für eine interessante Kombi? Also, Dani fragt hier Julia nach Hilfe. Okay, kann sein, dass sie extreme Schmerzen hat und Julia schon mal gesagt hat, dass sie gerne massiert, beziehungsweise, dass sie da sehr gut ist und Schmerzen wegmassieren kann. Deswegen fragt Dani Julia. Okay, aber trotzdem, eigentlich haten die sich so, aber da steht der Schmerz vielleicht im Vordergrund. Ist es trotzdem irgendwie komisch zu sehen, oder Gigi? Hier passieren ganz viele komische Dinge. Er hat einfach Angst, nominiert zu werden. Das ist gerade alles ein Plan, Massage, dies. Boah, komplett Wellness-Paket. Da ist das komplett Ding, ein Goldpaket hat die bekommen. Das komplett Premium-Paket hat die bekommen. Die putzt sogar Nase gleich von mir. Das Problem ist hier, wenn jetzt Julia durch das Camp gelaufen wäre mit so einem Handtuch über der Schulter und gesagt hätte, kann ich euch massieren, Leute? Kann ich euch vielleicht noch eine Freude machen oder so? Dann wäre es komisch. Aber dadurch, dass Dani sie gefragt hat und Julia, die das anscheinend gerne macht, da jetzt einfach auf ihr sitzt, finde ich es gar nicht so problematisch. Aber ich verstehe schon, die Kombi ist erstmal weird, das zu sehen, wenn sich irgendwie so Feinde plötzlich liebevoll so anfassen. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob Julia das so liebevoll macht, aber wir stellen uns jetzt vor, es ist schöne Musik, Britney Spears läuft im Hintergrund und die lächeln sich so an, dann wäre es schon komisch. Kader, magst du eine Massage haben? Vielleicht später. Okay. Danke. Gigi? Ach nein, danke, ich chill jetzt einfach. Ah, okay, sie macht es dann doch so ein bisschen, was dann halt wieder komisch wirkt. Und ja, Julia wird halt sagen, nee, ja, also ich hatte gerade meinen Warm-up, ich habe einfach nur Lust gehabt. Und natürlich wirkt es jetzt auf die anderen so, dass die sich jetzt hier einschleimen möchte. Und da hat sie halt übertrieben. Dass Dani sie gefragt hat, fand ich überhaupt nicht schlimm. Sie hat es dann halt gemacht, eher komisch von Dani, dass die Julia gefragt hat. Aber egal, jetzt wird hier wieder so ein Strick draus gedreht. Wenn die Menschen kurz vorm Ziel so sich verändern und um 180 Grad und plötzlich anfangen rumzuschleimen. Ich möchte mit solchen Menschen nichts zu tun haben, ehrlich. Aber schön, mir tat's gut, aber ich denke mir so. Ja, ja, aber boah, das war ein Geschleim von ganz anderem Level gerade. Also das war so Prestige-Level. Das war hier. Das war ganz hoch. Hör mal. Da bin ich auf eure Meinung gespannt und jetzt ein bisschen unfair von Dani auch, dass sie da einsteigt mit der Lästerei, denn schließlich hat sie die gefragt, aber egal. Wir machen einfach weiter. Und es geht eben weiter mit einer Schatzsuche. Indiana Jones, kennt ihr noch den ersten Teil, als er vor dieser riesigen Kugel weggelaufen ist? Das ist ein gegen das, was jetzt hier kommen wird. Und zwar, Thorsten und Georgina müssen auf Schatzsuche und sie laufen erstmal durch den Dschungel und bekommen dann wieder eine kleine Fragestellung. Wo geht die Sonne auf? Im Westen geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Osten wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. So. Okay. Heißt also? Guck mal, irgendwas mit Westen. Das ist eine Wasseruhr oder eine Gasuhr? Hm, glaube ich nicht. Nein. Ah, das ist eine wehende Fahne. Und welche Fahne ist das? Frankreich. Ja, dann würde ich sagen, Frankreich liegt im Westen. Geht die Sonne nicht im Osten auf? Okay, dass Georgina weiß, dass Frankreich westlich, nie ohne Seife waschen, von Deutschland liegt, das ist beeindruckend. Aber die Sonneninformation wird nicht ganz stimmen hier. Hier ist ein Kompass. Hier ist ein Kompass. Kompass. Das könnte auch sagen. Westen für, ja. Osten. East. Vielleicht geht die Sonne auch um. Okay, dann ist es aber gut. Macht Sinn. Behalten wir uns aber, ich bin mir relativ sicher, dass das stimmt. Türkis. Yep, und da haben sie auf jeden Fall Glück gehabt. Also sie müssen hier, glaube ich, von 8 Fragen mindestens 5 richtig beantworten. Dann dürfen sie die Schatztruhe mitnehmen. So, und wir haben es ja schon gesehen, die Fragen sind mittelschwer, aber sie haben hier einige Probleme. Doch am Ende gibt es hier diesmal wirklich ein Happy End. 2 falsch haben wir. Wir haben es geschafft! Ja! Yeah!
eins vorweg noch, bevor ich das hier aufmache. Gehst du bitte meine Seite? Ich weiß, dass ich da überzogen habe bei der Rede. Und ich möchte mich in aller Öffentlichkeit bei der Julia ein bisschen entschuldigen. Für was denn? Ich habe das ein bisschen hardcore ausgedrückt, weil die Emotionen gekocht haben. Eine Nichtlegende ist Julia. Was ist denn jetzt hier auf einmal los? Wenn ich da sitzen würde, ich würde mich auch fragen, so, was ist in dieser Nacht passiert? Ist das kleine Versöhnungsmonsterchen, der kleine Versöhnungsgeist durch das Camp gegangen, in den Kopf von jedem Einzelnen und hat gesagt, du musst Buße tun, du musst dich entschuldigen. Ja, entschuldigen ist an sich immer gut. Das Problem ist hier, dass das hier gemacht wird, offensichtlich. Es fängt jetzt an, dass alle irgendwie zurückrudern und sich neutralisieren möchten. Das heißt, wenn sie vorher auf einer Seite waren, wenn sie vorher rumgeschossen haben, möchten sie jetzt sagen, es tut mir leid, ich habe hier wirklich Stress mit niemandem. Also, falls es zu einer Nominierung kommt, also man sollte berücksichtigen, dass ich mich entschuldigt habe. So kommt es rüber und das finde ich, das ist halt diese Fakeness. Also, keine Ahnung, vielleicht meint das ernst, aber ich kann es mir zu 100% nicht vorstellen. Wir kennen uns über Jahre und da möchte ich mich als gestandener Mann mit 55 Jahren bei dir entschuldigen. Wow! Wow! Bravo! Wow! Oh mein Gott! Du bist geil, ich mag dich, sorry für die letzten Tage. Ja. Sorry. Ach, Thorsten, Alter, hä? Warum hat der sich auf einmal entschuldigt? Man kann über Gigi sagen, was man will, aber ich würde es hier auch ähnlich sehen. Denn der kennt natürlich schon so ein bisschen diese Spielereien. Der guckt Mangas. Der weiß, wie der Hase läuft. Dragon Ball Z, typische Situation. Plötzlich machen Feinde eine Kehrtwendung. Nein, was ich sagen möchte, ich sehe das auch so ein bisschen wie Gigi, weil das dann doch irgendwie einen verwundert. Aber egal, dazu gleich noch mehr. Zurück zur Schatztruhe. Ich meine, wir kennen die A-B-Situation. Nur weil da eine Schatztruhe steht, heißt noch lange nicht, dass sie es richtig beantworten können. Denn da in der Schatztruhe versteckt sich noch eine Frage. Und ich sag mal wieder so, uiuiui. Wie viele Ecken hat das Stoppschild? Können wir das aufzeichnen? Ich denke, 8 Ecken hat das Stoppschild. Ja, ich sag auch 8. Er steht 6 oder 8? 8 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warte, das ist das 8er. Schaut euch mal an von oben, schaut euch mal alle an. Wer ist für 8? Doch, es ist 8. Und wo sind die Mädels mit der 8? 8, 8, 8, 8, oder? Gibt es da noch ein kleines Problem. Beim letzten Mal haben sie die B-Party gefeiert und dann war es eigentlich A. Ich bin verunsichert. Das letzte Mal waren wir auch alle so euphorisch. Aber ich habe schon mal ein Stoppschild mit 6 Ecken gesehen. Wo hast du denn ein Stoppschild mit 6 Ecken gesehen? Nein, mir war Langeweile an der Ampel in Berlin. Ich habe die Ecken gezählt und es waren 6 Ecken. Vielleicht war das am Kotti und da wurden die Ecken abgeknabbert. Also ich glaube, es hat 8 Ecken. Denn jetzt warte mal. Also oben sind ja 2, dann geht's da, 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 da. Hä, 6 Ecken wäre ja da, da, da. Es hat auf jeden Fall 8. 6 Ecken. Nein! 6 Ecken. 6 Ecken. Ich sage 6 Ecken. Nein, stopp, halt oben gerade, ne? Dann musst du 8 haben, wenn es oben gerade ist. Aber wie ist es an der Seite? An der Seite ist es auch so. Komm doch mal bitte doch, her! Das ist 6. Das ja. Ist weißes. Guck's dir an. Nein, das ist nichts. Oh mein Gott, und hier sieht man einiges. Okay, die sind alle ein bisschen verpeilt und stehen nicht nur auf dem Schlauch. Ich habe das Gefühl, dass der Schlauch auch nirgendwo angeschlossen ist. Es ist einfach so ein freiliegender Schlauch. Die haben gar keine Ahnung von irgendwas. Da spielt einiges rein. Die Umstände, dies, das und vielleicht auch, dass da oben nicht alles so komplett ausgefüllt ist. Und natürlich muss man hier auch sagen, gerade weil sie beim letzten Mal was falsch gemacht haben, lassen die sich so einfach verunsichern. Und wenn eine Kaderlot sagt, ey, ganz ehrlich, das Stoppschild, das ich gesehen habe, 6 Ecken, ganz, ganz klar, habe ich gezählt. Weiß ich nicht, ob ich mich darauf verlassen würde. Verunsicherung ist da. Es gibt kein rundes Stoppschild. Wollt ihr mich verarschen? Nein, es ist nicht spitz. Es ist nicht spitz. Es hat runde Ecken. Es hat runde Ecken. Was ist denn los mit diesen Leuten? Und ich liebe es, dass die Leute, die wirklich auf Neumar klug machen, das sind die Leute, die sagen, nein, es ist rund. Es ist rund. Auf meine Verantwortung nehme ich A. Ich nehme auch A. Ich nehme auch euch. Was? Das finde ich scheiße. Ich sage, der Schriftzug, deswegen ist hier ein Stoppschild, ist zwischen Seite und Seite, steht hier Stopp. Echt, ja? Sonst würde es gar nicht reinpassen. Und das spricht für Georginas These. Darf ich machen? Ja? Bitte, bitte. Oh mein Gott, und Georgina ist hier ein Feuerteufel, aka der Kämpfer, die Kämpferin für ihre Meinung. Und die setzt sich hier gegen wie viele auch immer 9 andere Leute durch. Ja. Ja. Ah, 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 ich bin da hier! Ja.
Einzige bist du, so ein Dickkopf! Es hat mich so befreit, dass ich mich gegen diese 9 Personen endlich nach 10 Tagen im Dschungelcamp jetzt endlich mal durchgesetzt habe und meine Meinung durchgesetzt hatte und Recht hatte. Ey, also wir absolut. Und was gibt's für die Gang? 5 Muffins oder 4 Muffins müssen die natürlich teilen. Aber das haben sie wirklich jetzt mal Georgina zu verdanken. Aber wirklich interessant, wie eine relativ einfache Frage so zu einer Aufruhr führen kann. Naja, also wir haben ja Thorsten gerade gesehen, der sich da plötzlich entschuldigt hat. Und es wird natürlich hinterfragt, weil jeder weiß natürlich im Trash-TV, warum man sich entschuldigt und das nach gefühlten 8, 9, 10 Tagen. Da muss man auch einen Arsch in der Buchse haben und sich entschuldigen. Ich hab dir überzogen, stehst du, alles gut. Wird auch in dieser Art und Form nicht vorkommen. Wenn mein Sohn das sieht oder meine Frau, die schämen sich für mich. Ich liebe diesen Aspekt. Wenn ich mir Nico vorstelle, der jetzt da im feinsten Zwirn vor dem Fernseher sitzt, auf so einer Chesterfield-Couch, dann noch mit einer Fliege, Beine überschlagen und einem Weinglas und dann sagt er, mein Papa hat sich nicht unter Kontrolle. Und dann steht er auf und dockt in einem Glory Hole an. Also keine Ahnung, was der redet. Was war denn jetzt nochmal? Er hat sich entschuldigt. Ja, das habe ich ja mitgekriegt. Er steht zu dem Inhalt, aber entschuldigt sich für die Art und Weise. Man sagt zwar, der Ton macht die Musik, aber der Inhalt ist das Böse gewesen. Nee, es hat eine Entschuldigung nichts wert. Zu früh gefreut. Ja, und das hat er eben gerade noch gesagt. Ja, nee, er steht ja zu seiner Meinung gegenüber Julia Siegel. Aber die Art und Weise, wie er da vorgepoltert ist, war nicht so cool. Also im Endeffekt hat er sich ja da nicht entschuldigt. Und dann würde ich auch Julia jetzt verstehen, die sich denkt so, hä? Also du entschuldigst dich, dass du ein kleines Trampeltierchen bist, aber möchtest dich nur für das Ausmaß der Trampelei entschuldigen, nicht, dass du rumgetrampelt hast. Als ich die Auseinandersetzung wegen der Binde hatte, da bist du doch zu mir runtergekommen, hast sie beschimpft, hast gesagt, das, was sie macht, ist was sie da gemacht steh ich hat. Auch zu. Und jetzt entschuldigst du dich bei ich ihr? Ich entschuldige mich nicht bei ihr. Und jetzt hat Thorsten Legert sich ausgerechnet bei dieser Frau entschuldigt, über die er seit 10 Tagen schlecht redet? Warum? Was ist passiert? Und das ist halt wirklich komisch. Ich glaube halt tatsächlich, das kleine Versöhnungsmonsterchen war da. Nein, wir müssen uns das so vorstellen. Der Junge liegt nachts wach, der möchte auf jeden Fall gewinnen. Der denkt sich jetzt, okay, er ist hier in dieser Grüppchenbildung maßgebend beteiligt. Manche haben gesagt, er ist der Anführer der Gruppe B. B. Nein, er ist schon irgendwie maßgeblich beteiligt und jetzt rudert er dann zurück, weil er denkt, okay, Grüppchenbildung, das hat noch nie so richtig gut funktioniert. Aber ich glaube, das jetzt hat auch noch nie funktioniert, weil das ist wieder ein Grund, damit andere sagen können, ey Thorsten, fand ich nicht cool, dass du das gemacht hast, ich nominiere dich. Ich habe doch gesagt, ich entschuldige mich für den Vorfall, für das, was ich dir angetan habe. Ihr müsst mal richtig zuhören. Aber dann ist und schließlich okay. Habe ich 2 Kinder zu Hause, ja, und die schämen sich dafür, was ich dir an den Kopf geworfen habe. Und wer keine Kinder hat, sollte sich bitte zurücklehnen und tief durchatmen. Meinst du mich damit? Da muss ich wirklich einmal kurz reinrätschen. Das geht echt zu weit, weil du vielleicht auch keine Hintergründe kennst, warum Anna keine Kinder hat. Das meine ich nicht. Na, da kommst du gerade in ganz, ganz... Das meine ich doch okay, gar nicht. Ihr müsst das richtig okay. Verstehen. Na, dann habe ich das... Oh, und das mit den Kindern war ein Grund Nummer 2, denn das kann der natürlich wirklich nicht so sagen. Wir haben das ja schon gehört, warum Kader keine Kinder bekommen hat. Thorsten spricht hier schneller, als er denkt. Das hat ihm schon öfter mal ein Beinchen gestellt, wie beim Fußball damals. Und ja, dürfen wir jetzt aber auch nicht komplett auf die Goldwaage legen. Ich glaube, wie gesagt, das war jetzt nicht bos. Und böse gemeint, aber you never know. Vielleicht ist es wirklich, wie er sagt, wegen seiner Familie und seinen Kindern und seinem Gewissen. Oder, weil jetzt Gefühl braucht jeder jeden hier. Ich weiß es nicht. Ich saß gerade neben ihm. Ja. Ich bin immer noch der gleichen Meinung über Julia Siegel. Also eine Entschuldigung ist nichts wert. Die reden gerade auf ihn ein und machen ihn dumm an, weil er sich bei dir... Das ist Mobbing, Julia. Das ist die absolute Manipulation. Wen hast du denn manipuliert? Die Gruppen gab es schon die ganze Zeit, die formiert sich nicht gerade. Sie wird nur klarer. Sie zeigen jetzt noch stärker, was sie für eine gehässige, böse Gruppe sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das Gruppenverhältnis gerade nochmal verändert hat. Zumindest das, was wir hier in diesem Zusammenschnitt sehen. Denn ich meine, die Gruppe war vorher ganz klar. Und dass man das jetzt hinterfragt, warum Thorsten das macht, finde ich schon. Es stimmt halt schon, dass man ihm jetzt so ein bisschen da wieder zurückholen möchte und sagen, ey, Dicker, bist du eigentlich verrückt? Warum machst du das und was soll das? Hat dein Wort vorher keinen Wert gehabt? Also alles hier auf eine gewisse Art und Weise ist natürlich dann auch eine Manipulation. So ein bisschen. So, Thorsten ist ja gerade auf Entschuldigungstournee. Und die nächste, die er besucht, ist Katar. Kader, oh mein Gott. Und es tut mir außerordentlich leid, sage ich dir ganz ehrlich. Du bist wirklich, wirklich, also du bist ja wirklich ein Vorbild auch für mich.
Aber ich möchte mich für das entschuldigen, ja, was ich gesagt habe. Und nach einer Woche wird keiner mehr mit dem anderen zu tun haben. Das ist doch so. Hier kämpft man nur noch darum, dass man nicht nominiert wird. Und hier schleimt man sich einfach nur gegenseitig an, dass man einfach gut dargestellt wird. Und ich werde auch mit Thorsten insofern sportlich umgehen. Und ich glaube, auch wenn man es Kader Lutt gerade nicht so ansieht, vielleicht ist er auch früher morgen, hier ist auch früher morgen, sie hat hier schon den Durchblick. Und ja, sie ist eine erfahrene Trash-Legende im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie weiß natürlich, warum was passiert. Und sie spielt natürlich auch nach den gleichen Regeln, obwohl man jetzt auch sagen muss, sie ist ja bisher sehr, sehr straight. Sie mag Julia nicht und ich glaube auch nicht, dass sich das bis zum Ende irgendwie ändern wird. Sehen wir auch auf Instagram, die beefen sich hier und da an. So, apropos Julia, was geht eigentlich mit dem Kochen? Elena hat den Kochlöffel in der Hand. Aber tatsächlich fragt sie bei Julia mal nach, wie sie dies und das machen soll. Julia, soll ich Step by Step den Reis machen? Nicht sofort alles? Oder würdest du sofort alles? Ja. Ist zu viel, oder? Mach Step by Step. Step by Step, oder damit das besser wird. Sekunde. Wenn eins anfängt zu springen, dann ist es genau on point. Elena, du musst das so halten. Elena. Lass doch das Mädchen, wenn die am Herd steht, einfach mal kochen, wie sie das meint, wie sie Bock hat, dass das schmeckt. Einmal in ihren Style und dann wird uns das auch schmecken. Nee, echt mir für euch. Das merke ich. Yep, und sie gibt sich Mühe und hier merkt man, die laufen, wie gesagt, alle auf dem Zahnfleisch. Ich meine, Elena hat Julia gerade gefragt. Vielleicht hat das nicht jeder mitbekommen. Und während Julia dann noch weitere Verbesserungsvorschläge gibt, ja, rasten die anderen wieder aus, weil es denen halt einfach auf den Sack geht. Aber es ist hier tatsächlich minimal unfair, denn Julia ist jetzt in dieser Position. Die kann alles, was sie sagt, wird auf jeden Fall gleich als Angriff bzw. als nervig empfunden. Aber wie gesagt, immer im Hintergrund, Elena hat sie auch gefragt. Frag mich alle zwei Minuten, wie soll ich es machen? Nee, mach das nicht, misch dich da nicht. Aber sie hat mich doch gefragt. Ich gerade. Soll ich dir sagen, wie ich es machen soll? Was? Schnell. Hey, alle haben verdammt nochmal Hunger, was soll ich? Ich brodel innerlich und halte mich nur zurück. Ich brodel innerlich total, weil was soll denn Scheiße? Ja, sie hat ihren Style beim Reiskochen, das ist aber mein Style, den sie sich gerade abschaut. Es ist mein Style vom Reiskochen. Und dann, Georgina, du weißt es ja auch selbst, du hast meinen Style, wie du dich da in die Wanne gelegt hast mit dem heißen Wasser, hast du auch geklaut. Also das ist auch so ein Ding, das ist die einzige Person, die immer wieder sagt, dass irgendjemand was nachmachen würde. Und jetzt geht's ja ums Reiskochen. Ich fass das ja alles nicht. Das ist schon wieder so ein bisschen deppert. Naja, dann wird nach einigen Stunden das Festmahl serviert und wir reden hier schließlich von Reis. Klar gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, den zu machen, aber es ist halt einfach Reis. Also, guten Hunger, Leute. Was du? Willst du nicht essen? Also mir schmeckt es nicht, vielleicht schmeckt es dir ja. Schmeckt doch super. Das war einfach triefend fettiger Reis. Geschmeckt hat es nicht wirklich. Kann ich mal. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ist leider nicht richtig. Mach den mal mit, bitte. Ich liebe das Dschungelcamp in diesem Jahr. Okay, nie so intensiv geschaut, aber ist schon lustig. Also, Julia Siegel ist jetzt unzufrieden mit der Art und Weise, wie Elena stundenlang den Reis gemacht hat. Sie meint, der ist ein bisschen zu ölig und sie möchte den Reis jetzt nochmal in die ölige Pfanne machen, um ihn nochmal anzubraten, damit der Geschmack vielleicht noch ein anderer wird. Aber es ist natürlich klar, dass das hier eine pure Provokation ist. Man kann es jetzt einfach essen, aber jetzt sagt ihr wahrscheinlich, na gut, das Essen ist das Einzige, was sie haben. Und wenn es komplett kacke schmeckt, wenn du es noch irgendwie retten kannst, dann würde ich das vielleicht auch in die Pfanne machen. Aber ich weiß nicht, das ist so ein Move. Das ist schon sehr komisch. Danke. Ich habe die letzten 5 Tage immer Sand gegessen. Das erste Mal ohne Sand. Undankbare Menschen. Der Reis schmeckt nach Reis mit Öl. Was für ein Julia, Georgina, die Schlaftablette und Erik. Für mich wäre das jetzt kein Problem, wenn ich irgendwie koche und jemand sagt, das schmeckt mir nicht, ich will das noch ein bisschen mehr so oder so. Na, dann mach. Ist doch kein Problem. Ist es kein Problem? Also ich stelle mir vor, ich mache das. Ich koche jetzt hier für Freunde. Vielleicht ist es nicht unbedingt mein Ding. Ich koche ganz entspannt, alle essen. Manchen schmeckt super und dann gibt es Leute, die sagen, sorry, aber mir schmeckt das überhaupt nicht. Ich muss das jetzt nochmal machen. Es tut mir leid. Das ist schon. Ich wäre, glaube ich, auch angepisst, sage ich euch, wie es ist. Wir haben lange nicht so gut gegessen. Nein, jetzt ist vorbei. Jetzt ist also die nette Elena ist vorbei. Das ist jetzt over. Immer nett, weil sie.
Was soll ich sagen? Bleib jetzt cool, weil Rivalen werden kommen. Boah, wie kann man sowas machen, Mann? Und Elena ist jetzt natürlich in der Ehre, im Stolz des Reiskochens, komplett verletzt. Im Endeffekt, müssen wir jetzt auch ganz ehrlich sein, suchen die doch hier nur Gründe, damit es explodiert. Und ich glaube, das Reiskochen als Pulverfass wird kritisch vom Versöhnungsmonsterchen gesehen, aber eigentlich liebe ich's ja. Was ist denn das Problem, Elena? Ich habe mit dir Ex gar nichts zu klären. Ach so, okay, also einfach hinterm Rücken reden, ne? Das ist so deine Art und Weise. Einfach rausgehen, rumschreien und koch das Essen von anderen Leuten, die sich 3 Stunden in die Küche gesetzt haben, nochmal neu. Kein Leute, Respekt. 3 Stunden warten zu lassen. Respektlos! Ah, da bin ich so gespannt auf eure Meinung, was ihr sagt. Ich find's schon so ein bisschen assi, weil es ja klar ist, wohin das hier führt. Also wenn da jemand 3 Stunden sich Mühe gibt mit dem Reisbraten, was vielleicht komisch klingt, vielleicht waren es auch nur 2,5 Stunden, oh, viel besser. Da machst du das Essen nochmal neu und sagst, wie kacke es schmeckt. Bei Julia haben wir oft auch sowas einfangen können, wo Leute gesagt haben, boah, schmeckt nicht. Also wenn die das jetzt gemacht hätten, okay, das ist eine gute Situation. Bei Julias Essen Leute zur Pfanne gegangen wären und die hätten das nochmal neu gemacht, was wäre denn dann für ein Theater los? Ich glaube, genau das Gleiche. Ist so. Ich habe mir so Mühe gegeben. Nein, das macht man nicht. Sorry. Du gehst auch nicht zu deiner Mutter und nimmst das Essen und machst es nochmal drauf. Dumme, dieses Mädchen ist aus der Gosse. Ich habe mit dir nichts zu klären. Richtig hinterlistiges Dreckstück ist es. So eine richtige Jetzt habe ich wirklich genug. Bro, was ist mit Georgina los? Da ist jemand aus dem Winterschlaf erwacht, Freunde der Sonne. Georgina hat das erste Mal, glaube ich, die Augen so weit auf wie noch nie. Und ja, die rastet hier jetzt komplett aus, weil die denkt sich, okay, jetzt ist es eine Party. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe das beobachtet. Ich habe die Leute 10 Tage lang studiert. Einfach Stress ohne Grund. Das ist das Ding. Hier ein Schimpfwort, da ein Schimpfwort. I'm back. Und eine jedem Typen Beeps, schmeißt die sich hier an den Hals. Wem sitzt sie erst auf dem Schoß? Erst bei Thorsten auf dem Schoß. Oh mein Gott, hat die nicht eine Beziehung, Julia? Sag mal. Hä? Wenn ihr Freund es sieht, die sitzt erst beim Thorsten auf dem Schoß, dann beim Gigi auf dem Schoß. Ich will ein bisschen bezirzen mit meinen großen Was geht denn ab? Das ist sehr, sehr respektlos und sehr, sehr asozial. Und ich freue mich auf die Instagram-Stories von Elena, denn das wird auf jeden Fall kommentiert. Was? Ich glaube, sie hat zu dem Zeitpunkt keinen Partner, aber das wurde bisher noch nie gesehen. Ich hoffe, sie machen nächstes Mal so einen Zusammenschnitt mit romantischer Musik, wo sich Elena dann an alle Typen ranschmeißt. Aber das ist etwas, was ich Elena wirklich nicht zutraue. Und da sieht man, hier wird wirklich aus jedem Rohr geschossen, aber der kleine Elena-Spatz, der fliegt noch. Die entlarve ich. Ich fliege hier raus, aber die Gesichter, die falsch sind, euch werde ich alle aufdecken. Du weißt ja, die Menschen hier sind alle... Ja, Mola lacht aber genau, da mit ihr. Mola ist. Das natürlich auch lachen, Mola, ihr. Kleine Oliver Pocher-Fan, ey. Ah, Olli, ich. Okay, wir haben es verstanden, dass ihr euch kennt. Super. Und da ich Pocher auch sehr, sehr kritisch sehe, muss ich das schon sagen. Mola bekomme ich tatsächlich überhaupt nicht mit, außer mir wird irgendein Reel angezeigt, wo der Pocher und der Mola irgendwie zusammen sind und dann machen sie immer auf Besties. Das hat schon ein bisschen was von Bibi und Tina und ja, die Spitze, muss ich sagen, war schon ganz gut. Das ist die Größe der Eier von Thorsten, Gigi und Mola. Mhm. Genau, so klein hat sie die Eier zum Schrumpfen gebracht. Kannst du dir was gerade aussagen? Du musst nicht immer hinterm Rücken reden, Elena. Ich hab's schon Wenn gecheckt. Wenn du mit mir reden willst, geh schlafen. In dem Traum kannst du mit mir, sprechen, aber so nicht. Mit dir. Hinterm Rücken, du das hörst. Du bist eine linke Bazille. Ja. Du Terrorzwerg, ey. Oh. Geh schlafen bitte, dann ist es angenehmer. Nee, ich gehe jetzt nicht schlafen. Ich gehe mir jetzt hier die Zähne putzen und ich mache, was ich will. Ganz einfach. Ganz einfach. Boys in the Hood, Veranda-Style. Was jetzt? Was jetzt? Was ich aber tatsächlich hier beeindruckend finde, jetzt ernsthaft, ich habe mir überlegt, was passiert, wenn diese Situation gerade eintritt, wie sie eintritt, ob Elena dann aufsteht und dann haben wir das berühmt-berüchtigte Face-Off. Alle stehen aneinander, Stirn an Stirn und schreien sich an, aber Elena zieht sich aus der Situation zurück. Vielleicht ist das nämlich auch genau der bessere Plan. Lass das kleine Rumpelstilzchen einfach mal Rumpelstilzchen sein, denn so schießen sich Leute auch manchmal ins Aus, gerade weil Georgina nicht mehr den Off-Schalter findet. Ich glaube, alles steht Kopf, alle laufen in ihrem Körper rum. Der Off-Schalter wurde versteckt, alle wissen nicht, wie man sie stoppen kann. Und sie haut raus. Und irgendwann fährt sie sich dann selbst über den Mund und haut Sachen raus, die man eigentlich nicht sagen sollte. Und das kommt nicht gut an. Für uns alle? Entertainment XXL, für sie dann am Ende des Tages ein Grund, sie rauszuwählen. Mhm. Und der Rest, die Eier so klein. Oder ihr habt alle keine Eier mehr. Georgina, geh lieber nicht schlafen. Ihr, die Typen schlafen, echt. Also du machst jetzt gerade Stress, weil ich meinen Reis angebraten habe, ja? Ja. Yeah. Und deswegen schreist du hier rum, provozierst mich, lässt das. Was bist du für ein Mensch, ey? 0 Sterne bringen und dann noch so eine Fresse haben, Schlaf ey. Lieber.
Hat sie gesagt? Ja, du mit deinen 0 Sternen. Und das ist jetzt gerade passiert. Ich war ganz kurz nur im Dschungeltelefon. Und Mola denkt sich, das kann's doch nicht sein. Wieso rufen die mich hoch und hier ist wieder eine Party? Wieso wurde ich nicht eingeladen? Also ist jetzt Georgina eher wer ist der Gegner ja, jetzt? Ja, die ist ja... Nee, also Julia ist Endgegner. Nee, Endgegner nicht, weil das sind alle keine Gegner. Oi, oi. Ode, 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 ode. Nein, auch ein guter Spruch hier. Also, muss ganz ehrlich sagen, es ist sehr unterhaltsam, dass die alle hier oben nicht ganz fit im Kopf sind. Die müssten mehr Pamela Reif für den Kopf machen. Ja, ist doch auch irgendwie klar. Aber das ist halt Trash. Mehr als das brauchen wir gar nicht erwarten. Elena. Falsches Stück. What? Und ich bin mir gerade auch nicht sicher, schläft die schon, schläft sie nicht? Auf jeden Fall schimpft Georgina da noch auf ihrer Liege rum. Und es hat wirklich hier Hitpotenzial. Glaub nicht, dass das witzig ist. Mula, du hast deine Eier verloren, hä? So. Halt dein Maul. Halt du dein Maul. Lach nicht so dumm. Ich habe gelacht darüber, dass sie die Augen zugreifen. Okay, alles klar. Ich finde die Angriffe von Georgina, die absolut unter die Gürtellinie gehen, absolut umpassen. Und natürlich, was sie da alles rausgehauen hat, was da auch gepiept wurde da beim Spülen. Beim Spülen sollte man sich doch ein bisschen beruhigen. Naja, auf jeden Fall, das ging gar nicht. Und da muss man sagen, Elena, wissen wir auch, hat eine sehr, sehr soziale Seite, die sie hier jetzt aber noch nicht zur Vollendung präsentiert. Noch nicht. Okay. Was lästere ich denn über dich? Ich bin die erwachsene, reife Person. Du bist okay? Erwachsen? Ich bin erwachsen, reif, genau, ja. Ja? Ich gehe nicht und läster und mache hier Allianzen und manipuliere. Ich bin in gar keiner Allianz. Ich sag's einfach nur laut gegen alle. Der wollte nichts damit zu tun haben. Und Gigi, bester Kommentator hier an der Stelle. Der arme Junge hat überhaupt nichts damit zu tun und wird jetzt hier in den Schwitzkasten von Georgina genommen. Eieieiei. Dem respektlosesten Menschen der Welt gegenüber respektlos? Nee, weißt du, was respektlos ist, zu sagen zu mir, ich hätte meine Eier verloren. Respektlos ist, dass ich schlafen möchte, Mann. Ich möchte einfach schlafen. Das ist eine Sitcom. Und dann klappt Sarah hoch und sagt, was respektlos ist, ich will hier einfach nur schlafen. Oh mein Gott, ich liebe es. Ich bin nicht dumm, ich habe euch durchschaut, okay? Ich mache einen auf Psycho, damit ich Sendezeit habe. Oh mein Gott. Naja, wo sie recht hat, hat sie recht, denn dadurch steht sie gerade mal im Fokus. Das erste Mal wach. So, Gigi war ja die ganze Zeit Teamkapitän, aber der sagt jetzt, ne, oh, nie wieder, ich bin Praktikant. Also, und der neue Teamchef ist Erik. Erike, nie wieder was zu tun mit der Erik, was ist mit Frühstück und Kochen mit allem? Es gibt bei uns immer Streit ums Kochen, weil einfach Julia seinen Schnauz nicht halten kann. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was Erik macht. Denn auch über ihn kann man sagen, was man will. Aber manchmal merkt man schon, dass der ein Stratege ist. Auch hier. Ich wäre mal dafür, dass jemand ganz anderes kocht. Und zwar Gigi, Mola. Thorsten, was? Nein, ich möchte nicht. Ich kann das nicht. Und Thorsten, ja. Nee, ich mach auch mit. Mach du doch, ja. Dann sind wir 3 Jungs. Ja, ja. Oh, und wie schlau ist das bitte, um den Stress hier zu vermeiden? Einfach 3 Jungs. Nicht, dass es bei 3 Jungs einfach keinen Stress geben kann. Aber ich glaube, den Stress, den wir bisher gesehen haben, den wird es hier definitiv am Abend nicht geben. So, dann kommen Sonja und Jan hereinspaziert, bestimmen wieder, wer zur Dschungelcamp-Prüfung gehen soll, beziehungsweise fragen. 5 Kandidaten werden gebraucht, die Gruppe bestimmt. Und es geht um das Thema Strafgericht. Gigi hat es nicht ganz verstanden, dass Gericht auch etwas zu essen sein könnte und der kann ja nicht so gut essen und deswegen denkt er sich die ganze Zeit, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Aber dann geht's auch schon los. Es ist ein Kudu-Hirn. Hirn. Vielen Dank, Frau Staatsanwältin. 60 Sekunden Zeit, 2 Sterne für das komplette Strafgericht. 60 Sekunden, Herr Stehfest, laufen ab jetzt. Come on, Erik. Ja. 3, 2, 1. Ja, Erik! Du bist ein geiler Typ! Gazala! Und Erik zieht hier durch. Ja, man hat die Tränchen in den Augen gesehen. Ja, es ist schon ekelhaft. Der hat irgendein Gehirn gegessen. Ja, kann man mal machen. Gerne immer mittwochs. Aber es ist schon ein bisschen... Frau Staatsanwältin, was Es ist eine fermentierte Melone, mariniert in Stinktofu und Kotzfruchtsaft. Absolut vegan. Na, immerhin. Kämpf dich da durch, los! Dann die Büchner Weltklasse. Komm. Jawohl.
Ich bin Büchner Weltklasse. Weltklasse. 9. Ja! Jawohl! Ja! Gratulation. Und dann kommt der Junge dran, Gigi. Aber ich muss auch sagen, das von Gigi ist nochmal anders. Klar, Gehirn, wenn man es hört, ist assi, aber ich meine, es sieht aus wie ein Stück Fleisch. Das, was eben Dani hatte, vegan, sah jetzt auch nicht ganz eklig aus, aber Gigi... Was ist das? Es ist eine Vogelspinne. Oh mein Gott. 5 Regenwürmer in Gelatine. Öffnen Sie bitte das Döschen. Bitte in die Schale. Ich verstehe, dass Sie aufgeregt sind. Das ist eine echte Spinne. Ja. Natürlich ist das eine echte Spinne. Ja? Tun Sie diese da rein. So. Umdrehen. Ist egal, egal, egal. Oh. Hey. Nee, da wäre ich raus. Gar kein Bock. Ich mag Spinnen sowieso nicht. Und Real Talk, bei mir kommt gerade was hoch, weil ich es so eklig finde. Und ich könnte das nicht. Ich würde mich auf jeden Fall übergeben. Das tut mir jetzt leid für Gigi. Ich glaube, der wollte kämpfen und kämpft er auch. Los, rein, 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 rein. Mach es. Los. 30 Sekunden noch. Denk an mich. Regenwürmer und Spinne werden. Rein, 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 die Beinchen noch. Das Beinchen außen, das Beinchen außen, los. Außen. 4. Schluck, schluck, drei, außen das los, Beinchen. Drei, außen das Beinchen. Und da liegt noch etwas. Und dein Mund? Uns, nein, nein. Es nein, tut nein, uns nein, leid. Nein. Da ist auch noch was im Mund. Ein, keine Sterne. Boah, und das ist schon gemein. Das weiße Zeug, Gelatine hätte er nicht mitessen sollen, aber die Regenwürmer und eben die Spinnenbeine. Und da lag noch ein kleines Beinchen verirrt irgendwo rum und deswegen keine Sterne. Und Gigi hat das Strafgericht nicht überstanden. 250 Milliliter Kuhurin und eine Käferlarve. Mit. Jawohl. Jawohl. Strafe komplett verbüßt. Sie sind frei. Jawohl! Kasala! Kasala. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Drink finde ich auch viel einfacher. Klar, man denkt so, oh, Urin. Das würde ich aber tatsächlich wahrscheinlich trinken können. Ich finde, wenn du so einen Ekel verspürst, wenn du es schon anschaust, dann ist es noch schlimmer. Klar, beim Urin irgendwie auch. Aber es ist nicht so kritisch wie eine Spinne, wenn du sogar Angst vor Spinnen hast oder was auch immer. Super. Ja, also 60 Sekunden wollt ihr mich verarschen. Was ist das? Ein Herz. Ein Herz, bum, bum. Es ist ein Spießbockherz. Oh. Zieh durch. Zieh durch, ja. Ratzfatz, du musst schnell machen. Okay, es hängt gleich. Nein. 4, 3, 2, 1. Insgesamt sind es 6 Sterne. Immerhin. Yep, also Gigi und Julia, die Doppel-Gs, haben es hier nicht geschafft. Und man könnte ja denken, okay, dann haben sie halt keine Sterne. Aber es geht hier noch weiter. Und es wird fatal. Geiles Wort. Es wird fatal. Herr Biroffio, Frau Siegel, Sie haben jeweils 0 Sterne. Damit haben 2 Angeklagte ihr Strafmaß nicht verbüßt. Einer von Ihnen beiden wird als nächstes das Camp verlassen. Wer das ist, das erfahren Sie heute noch im Laufe des Tages. Bada bang, bada boom. Leute, übrigens, nicht abschalten. Gleich kommt noch ein Banger. Spoiler Alert. Aber zurück zum Thema, wie krass ist das denn? Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Also wir haben 6 Sterne erstmal. Ja? Dankeschön. Die schlechte Nachricht. Gigi und Julia. Einer von beiden geht heute nach Hause. Was? Warum? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie die Nominierung ablaufen wird. Denn natürlich wollen alle Julia Siegel raushaben und das ist kein Problem. Gigi ist ein Anwärter auf den Thron. Das wissen natürlich auch alle. Das heißt, die Möglichkeit, ihn jetzt rauszubekommen, für alle, die nur das Spiel und die 100.000 Euro sehen, ist jetzt vorhanden. Julia Siegel fliegt eh irgendwann, meiner Meinung nach. Gigi nicht. Und da entscheidet dann wirklich, wer entscheidet hier nach Sympathie, Loyalität und wer guckt nur auf die 100.000 Euro. Super, super spannend. Also freue ich mich auf die nächste Folge. Wir kriegen noch eine Vorschau. Kabibi Time, schöne Grüße, yeah, an dich. So ein kleiner Und das Lagerfeuer brennt, alle anderen sind schon müde und ich denke an Sibylle, schöne Grüße. Und ich stehe einfach auf Beef, dabei rede ich nicht vom Essen, alle schreien auf einmal rum, doch ich lasse mich nicht stressen, denn ich putz wie ein Wischmopp. Und du blubberst mir zu viel wie ein Fischkopf. Blub,
blub. Du denkst, du wärst besser und so neunmal klug. Ich hab da einen Plan, ich hör dir heute nicht zu. Denn ich kann nichts von dir lernen, du bist nicht Dr. Bob. Und ich geh da mal zur Prüfung und ich rock den Job. Denn ich glaub hier nur an mich, ja ich koch wie Heisenberg. Und ich bleibe auf dem Boden, doch ich greife nach den Sternen. Schöne Grüße gehen raus. Schöne Grüße hier an dich. Schöne Grüße in die Runde. Schöne Grüße, warum nicht? Ihr wisst ja, wie manche die sagen, du bist toll, ich würde dich niemals wählen und bam, genau die wählen dich. Ey, das war die schönste Nominierung aller Zeiten gerade. Sie fliegt. Ich bin mir so sicher wie alles. Hier entscheidet Gott. Ja. Ohne Mist, Gott sieht alles. Und das war's, nur das Beste für euch. Ciao.